So, und damit herzlich willkommen. Heute, nach 14 Tagen, ist er tot? Nein, er ist es noch nicht. Aber wie es zu der Pause kam und ein, zwei, meiner Meinung nach, super gute Änderungen bzw. Ergänzungen auf der Homepage zu diesem Podcast, also www.dschilepodcast.cl, und vielleicht auch ein kleines Zwischenresümee, aber nicht mehr als 5 bis 6 Minuten zu den ersten 35 Folgen jetzt. Und damit herzlich willkommen. Bleiben Sie dran. Es geht los. Gut, und dann steigen wir auch gleich ein. Zur Abstinenz, die keine war. Ich hatte also jetzt über 2 Wochen lang enormes Ohrensausen und mein rechtes Ohr war faktisch ausgefallen. Das waren natürlich auch 2 interessante Wochen an der Schule. Das ist nicht so einfach, wenn man sich immer so hinstellen muss, dass man die Klasse und jeden Schüler nur auf dem linken Ohr hören kann. Aber gut, so viel dazu. Ich hatte dann geplant, jetzt mit der Folge anzuschließen, egal ob das besser oder schlechter wird. Glücklicherweise hat es sich gestern etwas verbessert und jetzt sind wir schon wieder mittendrin. In diesem Sinne, erstmal so ein Dankeschön. Wir sind bei 150, eigentlich sehr regulären und wiederkommenden Zuhörern. Das finde ich total gut. Im Internetzeitalter ist das nichts, aber mit einem so nischenorientierten, ich sage jetzt mal Podcast wie dem hier, denke ich, ist das eine schöne Leistung und auch ein schöner Glücksfall. Eigentlich, dass immer wieder in der Regel für mich eigentlich so eine Masse von Personen sich mal zuschaltet und reinhört. In der Regel zu 50 bis 60% habe ich geschaut, werden die Folgen auch zu Ende gehört. Wenn die Fachartikel da im Internet stimmen, dann ist das eine sehr gute Quote. Damit kann ich auch also sehr gut leben. In dem Sinne jetzt die Erwähnung. Einer der Gründe, warum ich eigentlich diese kurze Folge auch nur zwischenschiebe. Ich habe jetzt auf der Seite, auf der Website zu dem Podcast, einige kennen die Seite vielleicht gar nicht, weil der Podcast ja unabhängig von der Internetseite überall angehört werden kann, auf Spotify, Apple, Google, ich weiß gar nicht, wo der überall rumschwirrt, aber ich habe jetzt auf www.dschilepodcast.cl, also oben den Punkt Studieren in Deutschland im Menü ersetzt. Also wenn Sie auf die Seite schauen, ganz oben, da finden Sie das Hauptmenü und und habe da also den Link Materialien hineingetan und unter diesem Link finden Sie weiterhin also die obligatorischen Informationen aus meiner Perspektive zum Studieren in Deutschland mit einigen nützlichen Links und so weiter. Aber, und darum geht es eigentlich nur ganz kurz darüber, ist jetzt ein neuer Unterlink zu finden und der heißt Stationenarbeit zum Herunterladen. Und wenn Sie da klicken, dann finden Sie bereits 2 eingestellte Stationenarbeiten und zwar einmal was für eine 9., 10., 11. Klasse. Ich tue mich da immer schwer, das im Endeffekt so zu entscheiden. Das ist abhängig von der Schule, von ihrem Fach, von ihrer Situation, von der Lernstärke des Kurses und so weiter und so fort. Aber die Genese des Kosmos, Stationenarbeit in DAF, Deutsch, Astronomie, Physik, Biologie, eine ganz, ganz interessante Geschichte. Das sind also 7 Stationen, 2 Pufferstationen, das ist also Mathematik, das ist Himmelsphänomene zuordnen, den Teilen des Universums und begründen. Das sind also Texte, Lernerlesetexte zum Thema Universum, die Masse, wie verteilt sie sich im Universum. Es geht um Gravitation, die Kinder lesen, machen, lese, verstehen, fertigen einen Zeitstrahl an, arbeiten heraus, wann was passiert ist in der Genese des Kosmos. Es gibt eine Station, in der man also das sogenannte Michelson
im Feriometer mit den Schülern nachbauen kann. Das kann man tun mit ja, zwei Spiegeln und einem halbdurchlässigen Spiegel und einem normalen Laserpointer. Da kann man mal gucken, wie funktioniert das mit Wellenlänge, wie kann man Licht benutzen, um kleine Streckenänderungen zu messen. Und wie wird das zum Beispiel benutzt, um jetzt vor kurzem Einsteins Theorie nochmal weiter zu belegen, ne? Nämlich Gravitationswellen werden ja jetzt auch so gemessen. Also eine ganz interessante Stationenarbeit, die man ja, sich vielleicht mal angucken kann oder ja, modifizieren kann, auf deren Basis man eine ganz eigene Sache vielleicht mal machen könnte. Und dann ist auch eine Stationenarbeit drin zum Thema, also ich habe sie genannt, endlich Ferien, ne, mit Fragezeichen, Ausrufezeichen, Stationenarbeit darf. Das ist eine zur Vorbereitung fürs DSD1. Das kann man mit einer 8. Klasse machen oder auch noch mit einer 9. Klasse, denn die habe ich gemacht speziell für schwache Lerner. Also das heißt also speziell für Lerner, die nochmal sprachlich aktiviert werden müssen, sowohl im mündlichen als auch im schriftsprachlichen Bereich. Da, das sind auch wieder 7 Stationen, 2 Pufferstationen. In beiden Stationenarbeiten sind die Lösungsblätter eingearbeitet, die notwendigen Audiomaterialien, Videomaterialien, die ich zum Teil auch selbst erstellt habe, aber hier praktisch dazugegeben habe. Und ich werde in Zukunft also immer mal wieder neue Stationenarbeiten hier heraufstellen. Das ist also die Idee. Das soll jetzt keine einmalige Sache sein, sondern wir haben zwar diesen Materialienordner von der ZFA hier, auf den ja zumindest die Fachleiter der deutschen Schulen auch alle Zugriff haben. Und das war und ist meiner Meinung nach immer noch eine ganz fantastische Sache. Sowohl die Frau Hendrisch als auch der Herr Nöcker, die ja hier tätig waren bzw. tätig sind in Chile, haben da viel Arbeit und auch Herzblut reingelegt, dass das gemacht wird. Wir haben das auch an unserer Schule immer unterstützt. Ne? Also von uns sind auch unheimlich viele Materialien da drinne. Aber ich habe doch gemerkt, dass der Austausch dort eher schleppend vor sich geht. Also es kommen Sachen hinzu, aber auch nicht so richtig und man findet sie nicht so gut, nicht weil sie nicht gut organisiert werden, sondern weil leider Google vor einigen Monaten seine Benachrichtigungsalgorithmen also für mich nur schwer nachvollziehbar verändert hat. Ich habe es technisch noch nicht verstanden und ich kriege leider schon seit mehr als einem halben Jahr keine Benachrichtigung mehr, wenn in diesem internen Ordner für die deutschen Schulen etwas abgelegt wird. Und das macht es natürlich schwierig, dann das in relativ komplexen, großen Strukturen wiederzufinden. In dem Sinne habe ich gedacht, dass ja hier in dem Podcast sowieso also immer wieder auch um Lernen und Lehren, um gemeinsames Lernen geht und um die verschiedensten Ansätze, ist das eine gute Idee, wenn hier auf der Podcast-Seite jetzt nicht nur die einzelnen Episoden des Podcasts auftauchen, sondern eben auch Stationenarbeit. Wenn Sie selbst eine gute Stationenarbeit haben oder wenn Sie das interessiert und Sie so arbeiten oder wenn Sie aus irgendeinem Blickwinkel heraus da auch eine Art Experte oder Ansprechpartner sind, dann schreiben Sie mich gerne auch hier über die Seite mal an. Unten ist ein kleiner Kontaktlink. Ja, da steht Mach mit und dann schreiben Sie mich an und dann kommen Sie doch mal in den Podcast und lassen Sie uns doch mal gemeinsam reden, vielleicht über irgendeinen Stationenlernen, was Sie entwickelt haben. Das könnte eine ganz fantastische Episode sein. Darüber würde ich mich eigentlich auch sehr freuen. So, und das ist auch der richtige Überblick, Entschuldigung, die richtige Überleitung jetzt nochmal zum letzten Punkt. Und dann ist die Folge auch schon fertig. Überblick. Ja, wie soll es weitergehen? 150 reguläre Zuhörer sind dabei, die immer wieder zurückkommen, verstreut auf die großen Plattformen, in der Regel eigentlich nur Spotify und Apple. Bei Google hört fast keiner, warum auch immer. Ja, was sind die Folgen, die besonders angenommen worden sind? Also seltsamerweise die Folgen, in denen ich am meisten meckere, sind die, die am meisten gehört werden. Das liegt vielleicht auch ein bisschen in den Zeichen unserer Zeit. Polemik funktioniert immer gut. Meiner Meinung nach ist sie manchmal durchaus auch erlaubt, aber es darf natürlich nicht dabei stehen bleiben. Ne? Wir brauchen irgendwie auch Polemik ist dann erlaubt, wenn sie ne, Salz in die Wunden streut.
Aber man muss natürlich irgendwie auch Vorschläge machen. Und in dem Fall soll es eigentlich so weitergehen, wie es bisher gelaufen ist in dem Podcast. Denn ich bin nicht unglücklich, würde natürlich sehr gerne viel mehr Zeit da reinstecken, was ich aber nicht kann, weil die Woche hat 7 Tage mal 24 Stunden und die sind relativ voll. Aber was soll kommen? Also zuerst mal habe ich was in der Pipeline im Bereich Pädagogik. Das ist mir irgendwie wichtig und da wird heutzutage viel zu wenig gemacht an der Basis. Ne? Man sieht es einfach an den Schulen, dass die kleinen und wichtigsten Details, die in der Arbeit mit Kindern wichtig sind, oft absolut vergessen werden. Und daher habe ich vor etwas längerer Zeit schon mal eine kleine Checklist entwickelt, mit 4 einfach zu verstehenden Unterpunkten und insgesamt 40 Kriterien auf diese Unterpunkte verteilt. Und das ist mal, ja, wie bewerte ich eigentlich die Qualität meiner Schule aus Perspektive Fachleiter Deutsch? Auf was gucke ich? Das ist durchaus polemisch gemeint, aber ich will dazu gerne 4 Folgen machen. Für jeden dieser jetzt noch momentan unterschwellig ominösen Unterpunkte möchte ich eine Episode machen und dann einfach mal diese Kriterien in den Raum stellen. Da wird es viel Widerhall geben, sicherlich hoffentlich auch ein paar streitbare Kommentare. Aber das ist mir wichtig und ich denke, ist eine spannende Sache. Dann Stationen lernen, ich habe es angesprochen, dazu soll mehr kommen. Gar nicht, weil ich denke, dass man jetzt auf Biegen und Brechen immer Stationen lernen integrieren muss. Das denke ich nicht, aus verschiedensten Gründen. Die will ich jetzt gar nicht hier offenlegen, aber es gehört dazu und es gehört viel mehr an die deutschen Schulen. Denn im Stationenlernen und in ähnlichen Arbeitsformen, da kommen die Schüler an die Fragen selbst ran und da sind sie wirklich gefördert und gefordert. Und da kommen sie gemeinsam ins Gespräch und da kommen auch die Fächer zusammen. Es wird ja immer viel dieser recht schwammige Begriff des fächerübergreifenden Lernens in den Raum gestellt. Aber ja, darüber kann man viel schwadronieren. Im Endeffekt ist es aber so, Fächer kommen sowieso nur dann zusammen, wenn die Kollegen auch Zeit haben, zusammen in den Unterricht zu gehen, zusammen Unterricht zu entwickeln. Und Fächer kommen auch nur dann zusammen, wenn sie eben in den Lernprozessen eben auch wiedergefunden werden. Und da im einzelnen Unterricht. Und da ist das Stationenlernen eben ein wahnsinnig wertvolles Instrument. Und das wird so noch nicht wirklich in der Tiefe bedacht, finde ich. Deshalb will ich darüber mal eine kleine Reihe machen und immer mal wieder auch Beispiele zeigen einfach oder besprechen. Dann soll es auch noch weitergehen zum Thema Lesen. Es gab ja eine Reihe, die übrigens zu den meistgehörten gehört, mit also 800, 900 bis 1500 Plays. Was mich sehr überrascht hat, gab es ja eine Folge hier zur Schriftsprachlichkeit, beziehungsweise eine Serie von Folgen, wo ich einfach mal dargelegt habe, aus meiner Perspektive, warum ich finde, dass Schreiben heute viel zu kurz kommt, warum Schreiben trotz allem auch heute noch im digitalen Zeitalter getan, gelernt, gemacht, praktiziert werden sollte. Auch ganz pragmatisch, wie man Schreiben im Unterricht auf vorteilhafte, kindgerechte Weise auch implementieren kann. Die Folge war sehr, sehr erfolgreich und da will ich anschließen und auch was zum Lesen machen. Wird etwas länger dauern, aber ist geplant und finde ich auch sehr interessant. Gut. In diesem Sinne war das eigentlich das, was ich zu sagen hatte. Ich fasse nochmal zusammen. Ab jetzt Stationenarbeit auf der Internetseite. Gern dazu gute Ideen und Kooperationen, wenn sich einer melden mag, mal was zusammen besprechen mag. Schwierigkeiten, Chancen, Tipps und Tricks zum Stationenlernen, ne, aus der Sicht von jemandem, der das schon macht, der damit Erfahrung hat. Und herzliches Dankeschön. Ja, bleiben Sie nicht mir, sondern dem Podcast treu. Zeigen Sie ihn anderen Kollegen, anderen Leuten, die sich für solche Sachen interessieren. Und zeigen Sie ihn auch jemandem, von dem Sie denken, dass er vielleicht Lust hätte, sich hier einzuschalten und zu integrieren.
In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen ganz fantastischen Restsonntag und eine sehr, sehr erfolgreiche Woche, eventuell ja gemeinsam mit Ihren Schülern als Lehrer. In diesem Sinne, alles Gute. Das war's. DST.